96 fucking Damage macht dieses Waffenset, Alter. Leute, herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, beziehungsweise herzlich willkommen zum ersten Mal im Modpack Nevermind 2, beziehungsweise nicht nur das, sondern im offiziellen Nero Modpack und sogar, wenn ich ehrlich bin, auf der offiziellen Nero Map. Wir haben uns hier gemeinsam einen kleinen Sumpf rausgesucht und haben hier ein bisschen was aufgebaut für euch, denn wir wollen euch heute was zeigen. Mit dabei ist heute nämlich der liebe Gamers Time. Hallo! Und hier macht es wieder kleine Level-Up-Geräusche. Wir müssen auf jeden Fall echt, bevor wir das Projekt starten, Kevin, unsere Player-Datei löschen, damit wir alle Level wieder resetten. Denn ja, wir haben ordentlich rumgetestet, haben ein wenig mitgebaut mit den Pixelbiestern und so weiter und so fort. Und sind jetzt schon im Entschluss gekommen, dass wir euch einfach mal die krassesten Waffensets zeigen, beziehungsweise die geilsten Kombinationen, die es an Waffen in Nevermind 2, beziehungsweise spezifisch im Nero-Modpack gibt, um sich eventuell als Zuschauer später schon auf künftige PvP-Kämpfe oder PvE-Kämpfe vorzubereiten. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier einen wunderschönen Sumpf verzogen, haben hier schon unsere beiden Opfer hingestellt. Das sind zwei Iron Golems. Leider können wir keine anderen Mobs spawnen, weil ich die Summon Commands bzw. die genauen IDs dieser Mobs nicht kenne. Es gibt noch Mobs mit weit über 1000... Wieso ist der hier raus... Wie ist der jetzt ausgebrochen, jetzt Kevin? Ist einfach rausgegangen. Mann! Günni, du Wichser! Nein, er fängt wieder an zu foppen! Günni, hör auf! Du hast doch nicht... Das Ding ist zum Beispiel hier, ihr seht's, wenn ich jetzt im Survival Game bin, brauche ich Level 5 als Hunter. Und Günni hat nicht Level 5. Günni, hör auf, okay, beruhig dich, Günni. Lass ihn in Ruhe. Oh, jetzt, er fängt wieder an. Oh ja, so ist geil. Oh ja, Günni. Oh, oh, oh. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier was richtig Schönes aufgebaut. Ich habe hier mit Carpenters Blocks und ein paar Kackbau-Skills eine kleine Mod-Arena gebaut. Das sieht aus wie von einem 12-Jährigen, der sein erstes Mod-Review aufnimmt. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und fangen an. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit einem Zauberstab. Beziehungsweise einem Set aus Zauber... Günni. Auch mal ganz kurz den Ball flach halten jetzt, ne? Wir beginnen direkt mal mit einem Set aus Rüstung, Zauberstab und einem Schwert. Ihr seht es hier, wir haben hier die Baron Armor. Die macht 25% mehr Melee Damage, das heißt 25% mehr Schaden auf Kurzhandwaffen. Das ist in diesem Fall hier das Harvester Sword mit 38 fucking Damage. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, so eine Dia-Rüstung wird da fast ge-one-hitted. Dann haben wir hier noch den Nature Stuff, der heilt ein Herz und gibt einen Speed-Buff. Und das Ganze in Kombination, das zeige ich euch jetzt mal. Wir nehmen uns jetzt mal ganz kurz hier die Rüstung runter. Also, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die Rüstung an. Sieht, finde ich, auch so ein bisschen aus wie eine Asimov-Rüstung von Counter-Strike. Wenn ihr die Asimov-Skins kennt, könnt ihr sicherlich nachvollziehen, was ich meine. Und jetzt nehmen wir uns mal noch den Stab dazu. Ich habe jetzt hier die Rüstung an und den Stab im Inventar, sowie auch das Schwert im Inventar. Ich gehe jetzt mal hin und hitte jetzt einfach mal diesen armen Iron Golem mit einem Critical Hit. Dann könnt ihr mal sehen, wie viel Schaden das macht. Zack, ihr seht das. Fucking 58 Schaden mit einem Hit. Und das ist natürlich ziemlich krass OP, wenn ich ehrlich bin. Schaut mal hier, den hier, zack, müssten wir eigentlich... Ja, den One-Hitten wir einfach. 30 Schaden mindestens mit dieser Waffe, wobei wir natürlich noch deutlich mehr machen. Das Ding ist bei dem Harvester Sword, ich kann das euch mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt in den Game Mode 0 gehe. So, ich bin jetzt mal im Game Mode 0. Ich gehe jetzt mal hin und hitte jetzt mal mit dem Harvester Sword nochmal hier den Iron Golem ohne Critical Hit. Dann zeige ich euch mal, was für einen Nebeneffekt das Harvester Sword hat. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe ein halbes Herz verloren. Oh nein, da kommt dieses Kackding, was ich nicht töten kann. Ihr seht es also, ich verliere jedes Mal, wenn ich mit dem Harvester Sword quasi angreife, ein halbes Herz. Bedeutet, je öfter ich quasi drauf haue auf so einen Boss-Mob, umso mehr Herzen verliere ich selber. Um den Ganzen aber wieder vorzubeugen, macht man folgendes. Man nimmt sich den Nature Stuff. Ihr seht das hier, wenn ich den Nature Stuff aktiviere, kriege ich hier einen Speed-Buff und werde um ein halbes Herz wieder geheilt. Das heißt, wenn man das Ganze irgendwie ganz cool timed, sprich draufschlägt, wieder rumstraft und sich dann heilt und dann wieder draufschlägt, kann man halt jeden Boss-Mob easy wrecken und das natürlich auch richtig geil im PvP nutzen. Also ich finde diese Kombination aus Stab und Schwert richtig geil. Problematik ist halt nur, das Schwert kann man nur 2000 Mal benutzen. Das sind nicht so viele Schläge. Aber das kann man sich natürlich auch ganz einfach wieder neu craften, beziehungsweise halt in einem Dungeon wiederfinden. Wobei das natürlich auch eher eine Endgame-Waffe ist. Sprich, das sind jetzt alles Items, die wir vorstellen, die eher im Mid- oder Late-Game vorkommen, weil die halt natürlich nicht anfangs für jeden verfügbar sein sollen. Ihr seht auf jeden Fall diese Kombination schon übertrieben OP, aber es geht natürlich noch deutlich besser. Also, Kevin ist jetzt im Game Mode 0, hat 20... Mann, du Wichser! Also, Kevin ist jetzt im Game Mode 0, hat eine komplette Dia-Rüstung und ist vollgeheilt. Ich gehe jetzt mal hin und gebe ihm mal einen Critical Hit. Mal schauen, wie viel Schaden das im PvP macht. Okay, das macht 18 Schaden. 20, er heilt sich wieder hoch. 14, ihr seht auf jeden Fall, er heilt sich wieder hoch. Aber mit der Zeit, da habt ihr es gerade gesehen, jetzt. Da war ein kranker Critical dabei. Also ich würde sagen, 5 bis 6 Hits
kann das Ganze down. Ihr seht doch ganz krass, wie die Rüstung hier Schaden nimmt. Das heißt, ein paar Hits und die Rüstung ist down. Eher ein Schwert für den PvE-Kampf, aber auch sicherlich für den PvP-Kampf gar nicht mal so verkehrt. Kommen wir direkt zum nächsten Set, Freunde. Das ist auch ein ziemlich geiles Set. Wir haben hier die Nightmare Armor plus den Nightmare Stuff. Und die Nightmare Armor ist ein ganz, ganz besonderes Stück Rüstung, denn die Nightmare Armor erlaubt es uns, mit deutlich weniger Runen in den Kampf zu gehen. Sprich, mit jedem Mal, wo ich den Stab benutze, das heißt einen Zauberspruch caste oder einen Zauberstrike Dings nutze auf meinem Gegner, werden mir Runen abgezogen, die ich benötige. Das Schöne an der Nightmare-Rüstung ist, ich brauche deutlich weniger Runen für den Kampf. Das heißt, ich kann sehr viel schneller meine Zauber spammen und auch sehr viel effektiver gegen Mobs oder andere Spieler kämpfen. Ich ziehe mir ganz kurz mal die Rüstung an, ziehe mal die Baron-Armor wieder aus und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was das Ganze in Verbindung mit dem Nightmare-Stuff, den ich hier habe, ausmacht. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was der Nightmare-Stuff in Verbindung mit der Nightmare-Helmet ausmacht, beziehungsweise der ganzen Nightmare-Rüstung. Ihr seht's. Der Zauber kommt von oben herunter und ihr seht, derjenige kriegt Giftschaden en masse auf jeden Fall. Und das noch nicht alles, weil es noch kein krasser Critical. Ihr seht aber trotzdem, dass es ordentlich reinbasht und wir können halt mit dem Cooldown des Stabs wirklich einiges machen. Das Schwierige ist halt nur, dass es immer relativ diffizil ist, sag ich mal, die Mobs hier zu treffen. Ihr seht das selber, man muss wirklich komplett mit dem Crosshair auf dem Ding dran sein und relativ nah stehen, davor treffen muss. Ihr habt gerade gesehen, 2 Hits. Boah. Und so ein Iron Golem ist down. Das letzte Ding hat, glaube ich, über 70 Schaden oder sowas gemacht. Das Problem dabei ist halt, man vergiftet sich meistens selber und man muss halt, wie gesagt, ganz, ganz genau zielen. Und ebenso hat das Ding natürlich noch einen Cooldown-Effekt. Dementsprechend wirkt es natürlich auch nicht auf jedem Mob, das war halt auf jedem Mob, das war auf dem Iron Golem so, dass es funktioniert. Es gibt aber auch Mobs, die auf Giftschaden gar nicht reagieren, diese Modpack. Deshalb ist natürlich immer die Frage, nutzt man das Ganze tatsächlich jetzt oder ist es wirklich nur eine PvP-Geschichte? Um euch mal zu demonstrieren, wie geil das im PvP-Kampf sein kann, brauche ich jetzt nochmal meinen Tester Kevin. Schauen wir mal, was das an Schaden macht. Habe ich dich getroffen? Das ist halt die Frage, das ist halt jetzt die Frage, weil das Ding ist halt immer, denjenigen mit dem Ding zu treffen. Ist relativ schwierig. Ihr seht schon, wie die HP da runter geht. Und jetzt nochmal das Ganze 2 Hits, wie gesagt, mit einer vollen Dia-Rüstung und erst down. Oder auch nochmal eventuell, ich glaube, es ist ein 3 Hits, weil ein Herz übrig bleibt. Genau, und jetzt kann man quasi einfach hingehen und ihn Ease mit der Hand noch wegracken. Ihr seht das. Auf jeden Fall eine ganz geile Waffe. Wenn man das Ganze mit einem guten Schwert kombiniert, plus dieser Rüstung, kann man damit auf jeden Fall echt ziemlich geilen Scheiß machen. Und das Ganze lohnt sich auf jeden Fall im PvP, so wie im PvE-Kampf, auf jeden Fall ganz gut. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur Nummer 3, dem übertriebensten OP-Kit auf der ganzen Welt, Freunde. Ihr werdet nicht klarkommen, was dieses Ding an Damage macht. Ich kläre mal mein komplettes Inventar. Wir haben nämlich hier die Sharpshot-Armor, die macht nämlich mehr Sniper-Damage und den Markmaker, der 60, ich wiederhole, 60 Damage mindestens macht. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn euch ein Gegner mit dieser Waffe im Kampf begegnet, beziehungsweise euch ein Spieler entgegenkommt, beispielsweise so ein Paluten, ich würde nur noch laufen, Alter. Das Schöne an der Sharpshot-Armor ist auf jeden Fall, die 2 Günnis sind wieder am Masturbieren. Das Schöne an der Sharpshot-Armor ist, ich ziehe die mal ganz kurz aus. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was der Markmaker kann. Ich habe jetzt hier diese Waffe. Ihr seht das, ich kann mit der Waffe, ich drücke nach vorne, kann aber nicht mehr laufen. Wenn ich jetzt die Sharpshot-Armor anhabe, kann ich mich sogar mit dieser Waffe vorwärts bewegen und kann halt im gezoomten Modus quasi schießen. Ich gehe jetzt mal hin und schieße einmal ohne die Waffe, die natürlich dann auch nicht bewegbar ist, sprich ich stehe im Stand. Ich schieße einfach einmal, ihr seht das, 60 Damage. Und jetzt gehe ich mal hin und schieße mal mit der Rüstung. Und ihr seht das, 96 Damage. 96 fucking Damage macht dieses Waffenset, Alter. Und das ist endkrank. Wir haben viel überlegt, ob wir solche Sachen rauspatchen sollen oder nicht. Da ist jemand Level abgekommen. Haben uns aber dagegen entschieden, weil Nevermind 2 bzw. das komplette Modpack von Nero ein sehr, sehr balanced Modpack ist. Und selbst wenn derjenige mit so einer Waffe dir entgegenkommt, kannst du noch immer durch verschiedene Rüstungssets oder durch verschiedene Tränkeeffekte das Ganze komplett gut ausgleichen und das Ganze zu einem fairen Kampf machen. Das heißt, es gibt meines Wissens bis dato keine Waffensets, die übertrieben overpowered sind, die man halt nicht irgendwie austangieren könnte. Wir haben hier einmal einen Archer Guns, einmal die Pyro Archer Gun, die macht 16 Schaden plus Feuerdamage. Ist ganz witzig, weil wir halt hier, wie gesagt, wir haben halt hier eine Waffe, die, ihr seht es, die macht halt 16 Schaden plus nochmal den Feuerschaden. Wenn derjenige halt nicht in Wassernähe ist, ist es auf jeden Fall eine ganz geile Sache, zumal man diese Waffe halt echt, ihr seht es, man kann sie wirklich spammen. Das ist ganz cool. So, ihr seht das, ich gehe jetzt mal ganz kurz hin und kann jetzt hier mit dieser Waffe tatsächlich ordentlich drauf spammen. Da müssen wir tatsächlich nochmal überlegen, ob wir das wirklich reinnehmen, weil ihr seht es ja selber, ne? Die ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stark, weil man die Waffe halt so stark spammen kann. Ihr seht das hier, das ist gar kein Problem, mich hier gegen die Mob zu behaupten. Bist du bereit? Ja, schieß mal. Also ihr seht's, es geht auf jeden Fall. Also gegen andere Spieler hält es sich tatsächlich in Grenzen. Es hält sich tatsächlich in Grenzen, es ist so wie ein normaler Feuerbogen. Gegen Mobs vielleicht ein bisschen zu stark, aber man muss ja natürlich auch immer dazu bedenken, dass diese ganzen Waffen ordentlich XP und auch Levelfortschritt kosten. Und vor allen Dingen auch ordentlich Ressourcen, deshalb ist das Ganze auf jeden Fall vertretbar. Wir haben hier noch die Viral Archer Gun. Das ist ein weiterer Crossbow,
der 16 Attack Damage macht und gleichzeitig auch noch hingeht und ordentlich Giftschaden raushaut. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hin und werde diesen armen laufenden Hodensack einfach mal abschießen. Ihr seht's, 17 Schaden, zack, und Director down. Den letzten Hit kann man immer mit der Hand machen, das heißt, es wird bis auf ein Herz alles runtergerackt, was geht. Weiß ich nicht. Kevin, gehst du nochmal bitte in den Game und dann zeige ich das nochmal ganz kurz an meinem lieben Gefreiten Kevin. Giftschaden ist natürlich bei Spielern deutlich stärker als der Feuerschaden, weil ein Spieler kann sich immer löschen. Ein Eimer Milch hat selten ein Spieler in der Hand dabei. Also ihr seht es auf jeden Fall, der Giftschaden macht da auch noch einiges aus. Kevin wird hier von allen Monstern auch noch zerfickt. Also ihr seht es auf jeden Fall, ebenso wie die Feuerwaffe, ein ganz nützliches Ding. Kann man auf jeden Fall mal machen, gegen Spieler nicht allzu OP, gegen Mobs dafür umso nützlicher. Also das war es auf jeden Fall von einem kleinen Einblick in die Welt von dem Modpack von Nero. Und ich denke mal, dass man mit diesen Informationen sich ganz gut auf einen PvE sowie einen PvP-Kampf vorbereiten kann. Checkt auf jeden Fall mal das Video von Gamerstime aus, der hat nämlich auch nochmal ein paar Rüstungssets vorgestellt, die richtig krass OP sind. Plus einer Schwerter-Rüstungskombination, die einfach alles wegfickt. Das Video ist ganz oben verlinkt, Leute. Lasst dem Jungen ein Abo da, er hat es verdient. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet, dass ich mich gerne noch ein bisschen mehr im Fokus von Nero mit dem Modpack auseinandersetze. Und ja, 20.000 Likes kriege ich, steck meinen Fuß in den Backofen. Leute, das war's wie gesagt von diesem Video. Haut da rein, macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.